Willkommen zu einem weiteren random Steam Game. Heute spielen wir Return. Punkt. Ja, ich habe genauso wie Jan und wie ihr über dieses Spiel. Ich habe mir einfach nur das Cover angesehen, dachte mir, es sieht irgendwie schon ganz cool aus. Gameplay sah interessant aus. Ist kostenlos das Spiel. Und ja. Wir fangen an. Warte, will er jetzt, dass ich Z drücke oder Y? Okay, Z. Warte, kann ich auch Y drücken? Nee, okay, der will unbedingt, dass ich Z drücke. Okay. Okay. Okay, ich muss lieber schnell runter. Und die Dinger gucken mich an. Okay, Spikes. Da soll ich nicht runterfallen. Ist nicht gut. Wow. Was bist du denn hier? Oh, ein kleines Trampolin. Sieht lustig aus. Hä? Hä? Wie komm ich. Hallo! Spiel! Spiel! Tot. Ja. Das war das auf jeden Fall das Spiel. Wenn es uns gefallen hat. Nein, Spaß. R to restart. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, dann let's go. Gott, die Steuerung ist aber ein bisschen seltsam. Aber man springt so ganz leicht nur. Das ist so tiny hops. So richtig tiny. Ja, aber kann ich hier nicht irgendwie was kaputt machen? Ich muss das doch irgendwie kaputt kriegen können, oder nicht? Hä? Aber vor allem, wofür ist das Trampolin da? Ich kann nichts machen. Hä? Gibt's doch was anderes, was ich machen kann? Ich kann auf jeden Fall out of bounds gehen. Cool. Krasses Gameplay. Nicht irgendwie eine unsichtbare Wand einbauen. Nein, einfach, du kannst out of bounds gehen. Das ist ein Feature. Hä, ich verstehe das nicht. Was soll ich machen? Oh, oh. Ah, das ist ein Schalter. Ja. Komm schon, wenn da so ein Warnungsschild ist, ja, denke ich doch nicht, oder muss ich jetzt drauf fallen? Wenn da ist ein Warnungsschild, da ist ein Warnungsschild. Und hier unten ist auch ein Warnungsschild. Achso, oh. Oh, das zeigt nach unten. Oh, oh, oh. Ah, und deshalb ist das Trampolin falls man verkackt. Oh, ja, ich bin ziemlich dumm. Okay, aufpassen. Ah, ich kann klettern. Okay. Wow, wow. Ich finde das Spiel irgendwie entspannt. Von der Musik und der Grafik her. Katze, miau! Was macht die? Was hat sie hier? Vielleicht ein Checkpoint. Das kann ich mir gut vorstellen. Yay, Katze ist Checkpoint. Dun, dun. Ich hoffe, die Musik ist von der Lautstärke her gut. Ja, und das ist ein sehr, sehr kurzes Spiel. Das hat man eigentlich in 10 Minuten weggegessen, glaube ich. Zumindest, falls ich mich richtig anstelle. Okay, die Jumps mag ich nicht. Die sind so ganz, ganz short. Stellt euch vor, in Mario habt ihr einen Jump. Stellt euch vor, dieser Jump wären vier kleine, ganz kleine Jumps verteilt. Müsst ihr spammen, damit ihr richtig springt. So fühlt sich das an. Okay, kann ich stehen? War mir nicht sicher, ob das Stacheln sind oder nicht. Okay. Hier ist ein Trampolin. Boing. Oh, das ist böse, das ist böse. Obwohl, ist es nicht. Miau! Oh, sollte ich das aktivieren? Ja, sollte ich. Ach, Mist. Aber man braucht doch so lange zum Sterben und zum Respawn. Das gefällt mir nicht. Also, die Katze ist ein Checkpoint, oder? Yes! Perfekt. Das ist gut. Aufpassen. Perfekt. Dun, dun, dun. Ich habe so ein Halo auf meinem Kopf. Boing. Das leuchtet so, wenn ich mich bewege. Das ist cool. Oh, wir haben die Hälfte, glaube ich, erreicht, oder? Ungefähr die Hälfte des Levels haben wir jetzt. Schön. Und das Ding wieder zurück. Ja! Okay. Das kommt immer noch zurück. Hoch da. Oh, ich muss runter. Okay. Wieder sowas. Nein! Oh mein Gott. Ich bin so viel Einzelteile zersprungen. Alter. Hier war der letzte Checkpoint. Miau, miau, Katze. Hat sogar auch so ein Halo. Sind wir vielleicht tot? Was ist die Geschichte hinter diesem Spiel? Oh, ich merke gerade, wenn man einzeln diese Jumps benutzt, dann kommt man sogar noch höher, als wenn man die spammt. Mhm. Oh Gott, nochmal sowas. Ja, ich warte erstmal, bis der Screen scrollt. Ja, ich dachte mir schon. Let's go.
komme ich nicht hoch. Weil BAM erstmal aktiviert werden muss. Und yay, Katzi! Miau! Meine kleine Puss. Okay. Ja, die Grafik ist echt schön irgendwie. I like it. Ich mag diesen Blur-Effekt aber nicht, aber das Spiel hat kein Menü-Screen. Ihr habt alles gesehen vom Spiel bisher. Also es gibt kein Menü-Screen. Du startest einfach, wenn du Start drückst. Finde ich ein bisschen blöd. Ich mag dieses Blurring hier nicht, aber es soll ja zur Ästhetik dabei stehen und deshalb okay. Wenn ich es könnte, würde ich es aber ausstellen, damit man die Grafik besser sehen kann. Ist man da runter? Ich glaube schon. Ja. Oder? Ja, okay. Ja, wenn die Kamera so lange braucht. Okay. Links, rechts, links, rechts. Okay. Bloi. Okay. Ah! Knapp. I am dead. Why is that dead? I don't know. I think you are dead. Okay. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Man darf es wirklich nicht ein kleines Mal berühren. Aber wenn ich stoppe, dann geht sogar da oben so ein Effekt drüber. Über meinen Charakter oben an der Leiste. Okay, sehr interessant. Mhm. Was jetzt? Was jetzt? Ja, ja, hallo? Kommt noch was? Hallo? Irgendwer? Ganz allein. Oh, ein Haus. What? Bin das ich? Meine Leiche? Dead. Ah, doch nicht dead. Alive. Zurückgekehrt. Returned. Und das war das Spiel. Auch wenn die Leiste Umgang gezeigt hat, es geht noch weiter. Das war das Spiel. Okay. Ja, war ganz nett. Ist kostenlos, könnt ihr alle spielen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ich meine, warum nicht? Habt ihr jetzt gesehen, wie das Spiel ungefähr ist? Nicht wirklich schwer. Ist ein gutes Spiel für so Einstieg, finde ich. Ja. Ganz nett. Ein bisschen zu kurz. Ich hätte ein bisschen mehr Gameplay erwartet. Ja, das war's. Was sieht jetzt? Das ist jetzt der Bildschirm für die ganzen... Ja, okay. Das ist jetzt das Outro.